Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Cosplay-Tutorial-Reihe. Heute im dritten Part erkläre ich euch oder zeige ich euch, wie speichert ihr eure Kurse. Ja, ich habe hier noch den Lexion am Start, den hatte ich angehalten nach unserem letzten Part, der hier das Rapsfeld am Ernten war. Und der Kurs ist natürlich noch drin, ich habe den nicht entfernt. Ja, ich würde sagen, wir starten. Erstmal müssen wir natürlich einen Ordner erstellen. Wir gehen hier auf den Cursed Manager. Da ist auch der Lexion noch hinten drin. Wir machen einen neuen Ordner. Moment, das war Feld 41. Gucken. Und wir geben ein Feld 41. Ja, so erstelle ich immer meine Ordner für die Kurse, die ich speichern möchte. Jetzt haben wir hier Feld 41. Dann können wir machen X-Kurs speichern, auf den Ordner klicken. Und wir nennen den dann Dreschen. Ja, 13,6 Meter hat das, glaube ich, Arbeitsbreite. Nehmen wir den Dreschen, 13,6 Meter. Dann weiß ich, aha, 13,6 Meter ist der. Und schon haben wir einen Ordner erstellt, den Kurs in dem Ordner gespeichert. Und können so jederzeit diesen Kurs wieder haben. So, jetzt gucken wir mal hier beim Lexion. Wir können hier auf diesem Punkt, diesen Punkt können wir den Kurs entfernen. Jetzt hat der Drescher keinen Kurs. Jetzt können wir natürlich hier wieder drauf gehen. Zack. Zack. Kurs laden. Und er hat wieder den Kurs drin. Ja. Moment. Laden. Jetzt hat er den nicht. Ja, jetzt steht hier Dreschen 13 Meter. Und dann können wir auf diesem Pfeil wieder starten. Und er macht am nächsten Wegpunkt weiter. Er war ja hier noch stehen geblieben. Und fährt weiter mit dem Kurs. So einfach könnt ihr eure Kurse speichern, wieder laden und an der Stelle weitermachen, wo ihr aufgehört habt sozusagen. Ja, jetzt fährt ihr hier weiter den Kurs. Ihr könnt natürlich hier dann mehrere Ordner erstellen für alle eure Felder. Neue Ordner, Feld 42 zum Beispiel, das gehört uns auch. Zack, ist jetzt auch leer. Ne? Und hier könnt ihr dann auch die Kurse, wenn ihr auf andere Modus geht, Eintrag löschen. Dann könnt ihr Eintrag umbenennen. Ne? Und ihn dann auch umbenennen hier. Möchte ich jetzt aber nicht. Eintrag bewegen könnt ihr auch. Ne? Den woanders hinziehen, wenn ihr das denn möchtet. Ja. Er fährt jetzt hier das Vorgewende, macht sich gerade die Ecke hier fertig und würde dann wieder die langen Bahnen fahren. Das ist im Grunde schon die ganze Kunst. Wie speichere ich einen Cosplay-Kurs? Beziehungsweise wie erstelle ich einen Ordner? Speichere im Ordner den Cosplay-Kurs? Wie lade ich diesen Ordner? Und wenn ihr sagt, oh, der Kurs ist nicht gut, oder Moment, hier ist irgendwas, ihr könnt auf diesen Pfeil klicken. Zack, der Drescher hört sofort auf. Ihr könnt den Kurs hier rausklicken. Ihr geht hier wieder hin, erstellt einen neuen Kurs, ja. Wenn das Ganze nicht passt. Macht dann zum Beispiel, oh, ihr seht, Vorgewände sollten zwei sein, erhöht auf zwei Vorgewände. Generiert einen Feldkurs und ihr habt zwei Vorgewände. Genau. Ansonsten, Kurs löschen könnt ihr auch aus dem Fahrzeug hier noch. Wenn ihr auf Kursmanager geht, zack, dann hat der Lexion keinen Kurs mehr geladen. Ja, dann könnt ihr hier wieder theoretisch auf Laden gehen. Ja, hier drinnen könnt ihr wieder starten lassen. Ihr könnt auch wieder am ersten Wegpunkt anfangen lassen, dann würde er wieder vorne anfangen, ja? Oder am letzten Wegpunkt oder am nächsten Wegpunkt. Praktisch da, wo er entsteht. Lass ihn mal wieder fahren. Und es geht wieder los. Ja, das war's schon mit dem dritten Teil meiner Cosplay-Tutorial-Reihe. Ja? Seid dabei, verpasst nichts. Und ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lege ich euch ans Herzen. Abonniert diesen Kanal, es kostet nichts. Und ich würde mich freuen. Aktiviert die Glocke, dann erhaltet ihr immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Und wenn ihr Fragen zu Cosplay habt,
gerne kommt auf meinen Discord, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es einen Cosplay Support Channel, da erhaltet ihr dann Antworten und Hilfestellungen zu euren Fragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge meiner Cosplay-Tutorial-Reihe. Tschüssi!